Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um den Sigma-Konverter MC11 und die Verwendung von Canon EF-Objektiven auf Sony EF und E-Mount. Einen wunderschönen guten Tag, hallo zusammen. Im heutigen Video geht es um dieses Teil. Das ist der Sigma Mount Converter MC11. Wem von euch ging es nicht so, als ihr damals von Canon oder Nikon zur Sony A7 Serie wechselte? Da gab es noch kaum Objektive. Ich kann mich erinnern, ein 24-70 war verfügbar, dann ein 50er mit Lichtstärke 1,4, was ziemlich teuer war, und ein 28er und ein 35er, ich glaube sogar nur ein 35er, also drei Objektive. Und ihr hattet eine Canon und einen Haufen an Objektiven, EF-Objektive. Und natürlich ein neues System, kaum Objektive, da bietet es sich an, die alten Objektive wieder zu verwenden. Und aus diesem Grund gibt es den Sigma. Machen wir das gute Ding einmal auf. Schaffen wir hier die üblichen Papiere. Da wird es dann schon interessanter. So, da ist nun das gute Teil. Sehr gut und wertig verarbeitet. Hier ist kein Spiegel oder etwas anderes drinnen, das heißt die Abbildungsleistung ist eigentlich 1:1. Er ist sehr gut gefertigt, der Preis liegt bei rund 279 Euro, mitgeliefert mit diesem guten Stück. Gibt es auch ein Kabel, ein USB-Kabel, mit dem ihr praktisch den Konverter updaten könnt. Der Adapter ist recht einfach einzusetzen. Ihr habt hier etwa das Canon-Objektiv 70-200. Und schon seid ihr eigentlich betriebsbereit. So, jetzt ist hier der Konverter am Objektiv. Ihr flanscht das Objektiv dann an die Kamera. Jawohl, sehr wohl. Natürlich, bei schlechtem Licht gibt es einige Probleme, aber ich habe das Objektiv und den Konverter mit dem 70-210 Canon schon im Freien getestet. Der Fokus ist treffgenau und sitzt exakt. Ich habe den Konverter und das Objektiv auch an der Sony A6000 getestet. Hier muss ich wirklich sagen, hier funktioniert er eigentlich äußerst schlecht. Ich weiß es nicht, wie es bei einer Sony 6300 oder 6500, 6100 bei einer sonstigen Sony APC-S Kamera aussieht, aber auf dem Vollformat Sony, sowohl auf der Sony A7 III als auch auf der Sony A7 R2, die ich hier in Händen habe, funktioniert das Teil in Verbindung, also der Adapter in Verbindung mit dem Objektiv, wirklich einwandfrei. Wie funktioniert der MC11 Konverter in Bezug auf Autofokus? Man muss sagen, die Originalobjektive, die funktionieren natürlich etwas besser, aber er funktioniert eigentlich relativ gut. Dort vor allem, wo die Kontraste klar sind, wenn man etwa in Räumlichkeiten ist, wo das Licht nicht so gut ist, naturgemäß
funktioniert er dann eben nicht so perfekt wie praktisch, wenn man native Sony-Objektive verwendet. Ist die Wahl des Adapters natürlich nicht erforderlich, denn ihr habt ja native Sony-Objektive, die ihr gekauft habt, und für das Sony FE-Mount, also für das E-Mount, gibt es inzwischen wesentlich mehr Objektive für spiegellose Systemkameras als für Canon und Nikon, die ja, wie ihr wisst, erst letztes Jahr, im Jahr 2018, in die spiegellose Systemkamera-Industrie de facto eingestiegen sind, weil sie praktisch den Fortschritt insofern verleugnet haben, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und darum empfehle ich diesen Sigma-Konverter, vor allem dann, wenn ihr einen großen Canon-Objektivpark habt und nicht praktisch dann alle Objektive verkaufen wollt von Canon, wo ihr auch ordentlich Geld ablegt, um native Sony-Objektive zu kaufen. Für diejenigen, die vor ein paar Jahren zu Sony praktisch jungfräulich eingestiegen sind, ohne ein System vorher besessen zu haben. Wie gesagt, an der Sony A7 III funktioniert der Adapter perfekt, bei meiner Sony A6000 eben nicht so gut. Ob der Adapter praktisch mit eurer Kamera kompatibel ist, wie vorher gesagt, funktioniert der Adapter bei der Sony A6000 zumindest mit dem Canon EF 70 bis 200 mm eigentlich so gut wie gar nicht. Also geht in den Handel, geht in den Fotoladen, geht in die Fotogeschäfte und testet natürlich zuerst den Konverter mit eurer Kamera und mit dem Objektiv, das ihr haben wollt, um nicht praktisch die Katze im Sack zu kaufen. Neben dem Autofokus funktionieren auch alle sonstigen Funktionen perfekt. Also das heißt, ihr könnt alle Automatiken weiter verwenden, ob Zeit, Blendenautomatik. Ja. Jetzt in Folge möchte ich demonstrieren, wie gut der Fokus in der Praxis eigentlich mit diesem Adapter sitzt. So. Ich verwende jetzt praktisch die Sony A7 R2 mit dem Sigma MC11 Konverter und ich werde euch jetzt demonstrieren, wie der Autofokus sitzt. Fokussieren wir mal auf das Haus. Ich habe eigens die Geräusche, die Signaltöne wieder eingeschalten. Das mache ich normalerweise nicht, aber nur zur Demonstration. Dann diesen Baum, dieses Haus da drüben, die Gartenzwerge. Jetzt werden wir weiter rangehen mit den Gartenzwergen. Tschack. Das Haus. Den Baum. Die Laterne. Also man sieht, es funktioniert mit diesem Adapter alles perfekt. Wirklich eine perfekte Performance des Adapters. Ein paar technische Daten zum Adapter. Er hat rund 322 Gramm, ist wie gesagt aus Metall gefertigt und relativ robust. Ich habe hier auch noch einen kleinen Schwindelzettel vorbereitet. Wie gesagt, er besitzt einen schnellen und laufruhigen Autofokus. Das kann ich bestätigen. Die Handhabung ist unkompliziert, das kann ich auch bestätigen. Im Lieferumfang gibt es eben auch dieses Kabel. Ihr könnt damit praktisch den Adapter updaten. Was noch nicht funktioniert, dass man gleichzeitig auch das Objektiv updaten kann. Aber vielleicht kommt das einmal. Bitte Sony oder Sigma, arbeitet damit. Ja? Der Kameraanschluss ist eben in erster Linie für Sigma-Objektive mit dem Canon EF-Mount oder den SA-Mount. Aber wie gesagt, natürlich, wenn Sigma schon Canon Anschlüsse nachbaut, dann passt er natürlich auch auf die Canon EF-Objektive. Dieser Adapter ist sehr zu empfehlen, denn er ermöglicht vor allem den mechanischen Anschluss und auch die Softwarekomponenten sind exakt auf die Canon EF-Objektive abgestimmt. Zusammengefasst kann ich den Sigma MC11 Konverter eigentlich fast uneingeschränkt empfehlen, außer ihr betreibt Sportfotografie, da würde ich eher auf die nativen, auf die originalen Objektive zurückgreifen, aber ansonsten für den Alltag ist er wirklich perfekt, der steht maximal 2 cm aus der Kamera heraus, hier fängt praktisch dann das Objektiv an, das heißt, er ist nicht störend, damit wird die Kamera auch nicht schwerer und kippt. Ich glaube, Sigma hat hier ein gutes System geschaffen, einen super Konverter, der günstiger ist als der Mitbewerb. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, gebt mir Likes, empfehlt mich weiter. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, gut Licht und auf Wiedersehen. Danke wie immer fürs Zusehen.